Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Ich bin Saksuro und das ist mein Praktikumsbericht, Woche 23, aus dem Praktikum als Zeitungsfotograf in Bremen. Ja, ich dachte, es wäre ja vorbei gewesen mit der Regionalvertretung, aber mein Chef meinte, ich sollte noch eine dritte Woche machen. Das wäre so üblich, dass man 3 Wochen Regionalvertretung macht, auch wenn es in der letzten Zeit ein paar Praktikanten nicht gemacht haben, sondern nur 2. Aber eigentlich ist der Regelfall, dass man 3 Wochen macht. Wusste ich nicht oder war mir nicht mehr ganz so bewusst. Also diese letzte Woche hier, die Woche jetzt, bin ich in der Regionalvertretung wieder. Für eine Fotografin, die im Urlaub ist, bin ich der Ersatz. Und das fing nicht direkt Montag an. Montag hatte ich immer noch wegen Überstunden ein bisschen frei. Hab aber an dem Tag zur Hälfte ein bisschen Orga gemacht, alles geplant, wie die Woche so laufen wird. Hab schon mal ins Desnet reingeschaut, was meine Aufgaben sein könnten oder Aufgaben sein werden. Hab da zum Teil schon welche angenommen und ein bisschen geguckt, wo liegen die, kann ich die erreichen von der Zeit her. Und habe dann auch quasi meinen Dienstwagen abgeholt, den ich für diese Woche habe. Der sieht ungefähr so aus, mein Dienstwagen. Genau, das ist es. Das war der Montag und den Rest des Tages habe ich dann quasi frei genommen mir. Und dann geht's mit der Regionalvertretung am Dienstag los. Da hatte ich einen Termin, nämlich Worpswede. Worpswede, Vorabgespräch mit einem Künstler, der eigentlich sonst sowas wie Theaterstücke oder sowas macht. Aber in dem Fall geht's um eine Buchlesung, dass er draußen im Grün ein Buch liest oder ein Gedicht liest, also eine Lesung halt. Und das war quasi das Vorabgespräch, wo dann quasi die Presse einen Bericht darüber schreibt. Ich habe das Porträt dazu gemacht. Das war der Dienstag. Ich habe an dem Tag auch noch ein paar Autofotos bearbeitet. Die letzten, die jetzt noch dran waren. Das heißt, ich bin jetzt damit durch. Genau. Und bin eigentlich den ganzen Tag abrufbereit gewesen zwischendurch, wenn mal Leerlauf war. Und habe den Rest der Zeit meinen Praktikumsbericht schon angefangen zu schreiben. Ja, Mittwoch. Da ging es darum, dass in Osterholz-Scharmbeck das THW einen neuen Chef bekommt oder hat als einen neuen Chef. Und den sollte ich porträtieren. Habe von dem ein Porträt gemacht und das war quasi der Mittwoch. Donnerstag. Da sollte ich ein Porträt wieder machen. Es fing wieder morgens an mit einem Porträt. Diesmal im Stadtteil, also hier in Bremen, nicht außerhalb, ist es aber quasi für die Außenredaktion gewesen. Also da spielt es halt. Da kommt der Artikel dann online, aber die Person, die ich fotografieren sollte, wohnt halt in Bremen. Deswegen bin ich zu ihm hingefahren. Derjenige ist im Ruhestand, war früher mal selber beim Weserkurier tätig, jetzt im Ruhestand und hat Bücher geschrieben. Jetzt wieder ein neues Buch und zu diesem neuen Buch gibt es wieder einen Artikel und dazu habe ich das Porträt von ihm gemacht. Genau. Dann ging es für mich ins Kreishaus 1 nach Osterholz. Dort wird in der Cafeteria eine Fotoausstellung demnächst ausgestellt und den Fotografen mit seiner Arbeit habe ich dort dann porträtiert, fotografiert. Danach ging es dann nach Worpswede, da hatte ich 2 Termine. Einmal das Schlösschen, so heißt dort ein Haus, wo ein Laden drin ist, das soll verkauft werden. Da haben wir dann die Eigentümerin getroffen. Ich habe von ihr ein Porträt gemacht und halt auch das Haus einmal fotografiert. Genau. Und danach ging es dann zum letzten Termin an dem Tag, zum Erntedankfest. Das ist noch nicht, aber die Vorbereitungen laufen kräftig. Und da haben wir dann quasi die Vorsitzenden von dem Erntedankfest-Freunde von dem Verein haben wir getroffen, haben die interviewt und ich habe das Porträt dazu gemacht. Ja, das war der Donnerstag. Am Freitag, da gab es quasi erst, da gab es 2 Termine. Der erste Termin ist der Seniorenbeirat in Grasberg. Da tritt die Vorsitzende zurück oder die Leiterin und ein Herr geht an ihre Stelle und übernimmt diese Aufgaben. Da habe ich dann Fotos von den beiden gemacht. Genau. Danach ging es dann zum Markauf, da war der nächste Termin. Der Termin geht darum um Lebensmittelverschwendung. Dass halt das nicht passiert. Und ich sollte ein Foto machen, was da quasi so gemacht wird, damit Lebensmittel nicht verschwendet werden.
vor Ort angekommen, habe ich gesagt, dass ich von der Zeitung komme, etc. und dass ich gerne die Chefin sprechen möchte oder die stellvertretende Chefin. Dann kam sie vorbei und hat mir dann aber eine Absage erteilen müssen, dass sie keine Fotos oder keine Termine machen können, wenn wir nicht vorher mit der Presseabteilung gesprochen haben. Das habe ich dann so den Kollegen weitergegeben, beziehungsweise sie hat auch nochmal meinen Kollegen angerufen, der das alles organisiert hat. Ja, das heißt, der Termin ist dann quasi ausgefallen. Das war quasi meine Woche. Jetzt am Wochenende habe ich frei. Montag ist noch ein Tag, wo ich das auch nochmal machen werde, die Regionalvertretung. Und dann gibt es nächste Woche mehr Infos dazu, was, wie es dann so quasi war und wie die nächste Woche so stattfinden wird. Was da so für Termine anstehen, ein Teil weiß ich schon. Aber dazu dann in der Woche 24 mehr. Das war meine Woche 23. Und abschließend möchte ich noch kleine Werbung im eigenen Sinne machen. Ab nächster Woche gibt es in Bielefeld, im Ravensberger Park, in der Volkshochschule, VHS, gibt es eine Fotoausstellung zum Thema Neugier. Da sind dann, ich glaube, 5 Fotografen ungefähr, sind daran beteiligt, die da ausgestellt werden oder deren Werke ausgestellt werden. Ich bin einer von denen. Ich würde mich freuen, wenn jemand vorbeischaut. Ich persönlich bin auch bei der Ausstellung dabei am Mittwoch, den 9.8. zwischen 15 und 20 Uhr. Ich danke fürs Zuschauen. Über einen Daumen hoch, einen Kommentar oder ein Abo würde ich mich sehr freuen. Bis zur nächsten Woche. Ciao!